Liebe Kinder, liebe Eltern, wir können jetzt zwar wieder in die Kirche gehen, aber es ist immer noch ein bisschen schwierig. Wir müssen Masken tragen, müssen auf Abstand gehen. So ganz wie vorher ist es noch nicht. Deshalb wollen wir euch heute mit diesem Video etwas für daheim mitgeben. Ihr könnt euch das zusammen anschauen und alles, was ihr dazu braucht, könnt ihr schon mal vorbereiten. Am besten eure Taufkerze und vielleicht auch ein paar Fotos von eurer Taufe. Und dann kann es auch schon losgehen. O zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. O zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. O zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Als Zeichen dafür, dass Gott bei uns ist, zünden wir die Kerze an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, in der Taufe sind wir deine Kinder geworden. Daran wollen wir uns heute erinnern. Jeden von uns rufst du beim Namen. Du zeigst uns damit, dass wir für dich kostbar und wertvoll sind. Dafür danken wir dir. Amen. Bei der Taufe hat alles angefangen. Hier hast du die Worte zum ersten Mal gehört. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei der Taufe hat dich Gott zum ersten Mal bei deinem Namen gerufen. Gott hat zu dir gesagt: Du bist mein Kind, ich habe dich lieb. Wenn du als Baby getauft worden bist, kannst du dich an deine eigene Taufe wahrscheinlich nicht erinnern. Es gibt aber bestimmt Fotos von dieser schönen Feier. Vielleicht hast du auch deine Taufkerze da oder andere Erinnerungen. Schau dir alles genau an und lass dir von diesem schönen Tag erzählen. Wann und wo wurdest du getauft? Wer hat dich getauft? Wer war dein Taufpate, deine Taufpatin? Hast du geweint oder geschlafen? Welchen Namen hast du bekommen? Wer hat deinen Namen ausgesucht? Was darf bei einer Taufe nicht fehlen? Wasser. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Bei der Taufe geht es ja auch um das Leben mit Gott. Denn seit der Taufe gehörst du zu Gott. Wasser reinigt. Bei der Taufe wurdest du dreimal mit Wasser übergossen. Dabei wurden die Taufworte gesprochen. Zuerst der Name, dann: Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ab jetzt stehst du unter dem besonderen Schutz Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du bist gleichzeitig in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Vielleicht
habt ihr ein kleines Weihwasserbecken zu Hause. Jedes Mal, wenn ihr mit euren Fingern eintaucht und euch bekreuzigt, erinnert ihr euch an eure eigene Taufe. Bei der Taufe wurdest du mit dem Chrisamöl gesalbt. Früher wurden nur wichtige Personen wie Könige, Priester und Propheten gesalbt. Auch du bist Gott sehr wichtig. Mit der Salbung sagt Gott zu dir: Ich möchte dich beschützen. Bei der Taufe wurde dir das weiße Kleid angelegt. Das Anziehen des weißen Kleides bedeutet: Gott macht dich schön. Er hüllt dich in seine Liebe ein. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Vielleicht habt ihr deine Taufkerze angezündet. Diese wurde zum ersten Mal bei deiner Taufe entzündet. Die Kerze ist ein Zeichen für Jesus. Denn Jesus hat einmal über sich gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Dieses Licht trägst du seit der Taufe in dir. In der Taufe ist dir Jesus an die Seite gestellt worden und er möchte mit dir durch das Leben gehen. Er ist wie ein guter Freund. Man kann sagen, in der Taufe hat deine Freundschaft mit Jesus begonnen. Im Laufe unseres Lebens soll diese Freundschaft immer tiefer werden. Die Taufe ist ein Geschenk Gottes. In der Taufe zeigt Gott, dass er dich liebt. Weil die Eltern für dich nur das Beste wollen, haben sie dieses Geschenk für dich angenommen. Sie wollten, dass du Gott und seine große Liebe zu dir kennenlernst. Sie haben stellvertretend für dich Ja zu Gott gesagt. Weißt du eigentlich deinen Tauftag? Frag mal nach. Es wäre doch schön, wenn ihr euch in der Familie zu jedem Tauftag versammelt und die Taufkerze anzündet. Hast du schon gehört, dass auch Jesus getauft worden ist? Was wissen wir von der Taufe Jesu? Jesus hat sich auf sein Wirken in der Welt gut vorbereitet. Darum hat er sich von Johannes dem Täufer im Jordan taufen lassen. Wie es bei seiner Taufe war, möchte dir der Evangelist Matthäus erzählen. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wenn wir das hören, dürfen wir uns sicher sein. Auch zu uns sagt Gott: Du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. Guter Gott, mit der Taufe sind wir deine Söhne und Töchter geworden. Das ist ein Grund zur Freude. Wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen und bitten dich, stärke in uns den Glauben an deine Liebe und die Freundschaft mit Jesus. Amen. Und so segne und beschütze uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.